Gut. Ja, ich freue mich auf diesen dritten Teil, wo wir zusammen biblische Prinzipien anschauen wollen für eine gesunde Ehe, gesunde Familie und eine gesunde Gemeinde, geistliche Familie. Biblische Prinzipien, ich habe hier vorne meine Bibel. Wer war in Spanien mit uns allen? Wer hat das mitgekriegt mit meiner Bibel? Ich habe meine Bibel draußen vergessen. Wir haben draußen, meine Frau und ich, mit den Kindern zusammen die Bibel gelesen. Und dann habe ich ein bisschen gespielt, oder wir haben gespielt mit den Kindern, meine Bibel liegen lassen. Und das war an einem Regentag. Und dann über die ganze Nacht vergessen und am nächsten Tag hat es nochmal voll reingeregnet. Meine ganze Bibel war wirklich zur Sau. Wirklich komplett. Aber dann wurde sie gefunden zum Glück. Ich habe schon gedacht, jemand hat sie in den Kehricht geworfen. Und dann hat die doppelt so dick ausgesehen wie jetzt. Doppelt so dick. Und nachdem ich sie geföhnt hatte, jede Seite, ich habe jede Seite geföhnt. Die Bibel hat unglaublich viele Seiten. Ich war so lange dran. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt, oder doppelt so dick? Und ich habe, hey, YouTube ist wirklich gut. Du findest Filme für alles. Ich habe dort einen Film gefunden, wie man Bücher selber bindet. Und das habe ich jetzt gemacht. Und das ist meine Bibel, sie sieht wieder fast aus wie vorher. Ich habe sie frisch gebunden. In dem Sinne ist es nicht die einzige Bibel, die jemals getauft wurde und gestorben ist, aber es ist wahrscheinlich die einzige Bibel, die wieder auferstanden ist mit Jesus oder mit YouTube. Also es war wirklich cool. Ich bin froh. Ja, die Bibel ist das Wort Gottes. Wir dürfen der Bibel vertrauen und sie hat uns so viel zu sagen. Eben auch für Ehe, für Familie und für Gemeinde. Die Bibel ist Gottes Wort an uns Menschen. Und wir tun gut daran, auf sie zu hören. Gott meint es gut und hat uns darum sein Wort gegeben. Und wir haben in den ersten zwei Lehreinheiten haben wir fünf Prinzipien, fünf Säulen, die die Ehe, Familie und Gemeinde tragen, bereits angeschaut. Liebe und Respekt, gegenseitige Annahme, einander vergeben, sich beieinander entschuldigen in Anführungszeichen. Um Vergebung bitten ist eigentlich das richtige Wort. Miteinander gut reden, gute Kommunikation ist so wichtig für eine gesunde Ehe oder für eine Ehe, dass sie gesund bleibt und auch eine Familie und selbstverständlich auch eine Gemeinde. Und dann auch noch der Punkt Gemeinschaft pflegen. Und jetzt kommen noch zwei Säulen, zwei Prinzipien, die sind so wichtig. Ich habe sie mir für den Schluss aufgespart. Jetzt danke ich Miriam, dass sie wieder schreiben wird. Und zwar kommt jetzt das Prinzip, die persönliche Beziehung zu Jesus, zu Gott zu pflegen. Das ist so wichtig für Ehe, Familie und Gemeinde, dass jeder seine persönliche Beziehung zu Jesus, zu Gott pflegt. Ich möchte zuerst bei der Ehe anfangen, damit ihr versteht, warum dieses Prinzip so wichtig ist. Ich sage das in jeder Traupredigt. Ich habe mir das angewohnt. Die in Spanien waren, haben das mitgekriegt. Es ist eine verführerische Lüge, zu glauben, dass der Ehepartner uns alles geben kann, was wir brauchen. Es ist eine verführerische Lüge, zu glauben, dass der Ehepaar uns alles geben kann. An Liebe, Geborgenheit, Wertschätzung, was wir brauchen. Gott allein kann das tiefste Bedürfnis nach Liebe und Geborgenheit, nach Wertschätzung, nach Glück bei uns stillen. Warum? Weil Gott selbst Liebe ist. Er ist Liebe. Wir Menschen nicht, wir sind nicht wesenshaft Liebe. Es steht in 1. Johannes 4,16 und wir haben erkannt und ich hoffe, wir alle erkennen das auch und auch die, die dieses
YouTube-Video dann auch anschauen, erkennen dürfen, einmal erkennen. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe, in dieser Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Es ist eine Tragödie, dass viele Beziehungen völlig überfordert sind, dass Unzufriedenheit, dass Streit vorherrscht. Warum? Weil man im Gegenüber eine Liebe sucht, die nur Gott geben kann. Es überfordert jede Ehe, jede Beziehung, wenn wir nicht Gott, unsere tiefste Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit, stillen lassen. Wir lesen in der Bibel, dass Gott uns auf ihn hin geschaffen hat. Jeder, der hier drin sitzt. Wir haben die Kleinen, wir haben die Großen. Jeder Mensch ist auf Gott hin geschaffen, auf eine Beziehung zu ihm. Wir lesen in Römer 11, 36, denn aus ihm, aus Gott und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge geschaffen. Alle Menschen, alles ist auf ihn ausgerichtet. Und es ist eine Überforderung, wenn wir beim Partner, der ein fehlbarer Mensch ist, wer hat das schon festgestellt? Ein fehlbarer Mensch ist, Liebe und Wertschätzung suchen, die nur Gott uns geben kann. Gott kann unsere Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit stillen, wenn, es gibt ein Wenn, wenn wir eine Beziehung zu ihm haben. Wir sind geschaffen auf eine Beziehung zu Gott ihm, aber leider ist das ein Missverständnis, das viele Leute und auch Religionen haben, dass wir denken, wir haben diese Beziehung einfach. Leider ist das nicht mehr so. Gott hat die ersten Menschen, Adam und Eva, geschaffen, dass sie eine ganz offene und nahe Beziehung zu Gott haben dürfen. Aber diese Beziehung ist in die Brüche gegangen. Und durch das, was dort geschehen ist, ist etwas in diese Welt hineingekommen, dass jeder Mensch von Natur aus diese Beziehung nicht mehr hat, dass sie zerbrochen ist. Gott hat zu den ersten Menschen gesagt, ihr dürft von diesem Baum nicht essen. An dem Tag, wo ihr esst, werdet ihr sterben. Gott hat das erste Gebot gegeben und die ersten Menschen haben dieses Gebot übertreten und das ist Sünde. Sünde ist das Übertreten von Gottes Geboten. Und was ist geschehen? Sie sind nicht tot umgefallen an diesem Tag, aber innerlich ist etwas gestorben. Sie waren nicht mehr offen, nicht mehr fähig, die Gegenwart Gottes, die eine Gegenwart der Heiligkeit, der Reinheit ist zu ertragen, sie haben sich versteckt. Sünde trennt uns von diesem heiligen, reinen Gott. Und wir alle haben gesündigt, jeder Mensch. Jeder, der dieses Video schaut, jeder, der in diesem Raum ist. Jeder von uns hat schon mal gelogen. Und jetzt denken wir, Lügen ist nicht so schlimm. Aber Gott ist Wahrheit. Und dann ist jede Lüge komplett gegen Gott gerichtet. Es sind wie zwei Magnete, die sich komplett abstoßen, weil Gott reine Wahrheit ist und eine einzige Lüge reicht, um Distanz reinzubringen, weil sie gegen Gottes Wesen ist. Gott stößt Lüge ab und wir alle haben schon mal gelogen. Und auch andere natürlich Sünden begangen. Und diese Sünde, die trennt uns von Gott und die Bibel sagt auch, diese Sünde führt eigentlich dazu, würde dazu führen, dass wir auch ewig getrennt sein müssen von Gott, in der Hölle. Aber Gott will nicht, dass wir in der Hölle sein müssen einmal. Und er will auch nicht, dass wir hier getrennt sind von Gott. Von dieser Liebe, die uns auch in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde helfen würde. Er will nicht, dass wir getrennt sind von dieser riesigen Liebe, die Gott hat. Und einmal verloren gehen in der Hölle. Darum hat er als Zeichen seiner Liebe seinen einzigen Sohn Jesus auf diese Erde geschickt. Und dieser Jesus hat etwas geschafft, was wir alle nicht schaffen. Er hat rein gelebt. Er hat nie gesündigt. Als er 30 war, hat er sich taufen lassen, als Zeichen, dass auch wir uns taufen lassen sollen. Und auch als Zeichen, dass er uns liebt und sich solidarisiert mit uns, Sündern. Und er wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist, ist rumgegangen, hat Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben, den Menschen von Gott erzählt, hat gesagt, kehrt um von euren Sünden
Und da ist ein Gott, der liebt euch, ein Vater, aber ihr müsst umkehren. Aber das Größte, was Jesus getan hat, er hat sein Leben gegeben, sein reines Leben. Er ist gestorben am Kreuz für alle unsere Sünden. Er hat die Strafe der Hölle, die wir verdient hätten, hat er dort am Kreuz durchgemacht. Hat den Tod ertragen, dass wir Vergebung für unsere Sünden haben können. Das ist Liebe, das ist ein Geschenk von Gott an uns allen. Aber wir wissen es, wir müssen reagieren. Wir müssen was? Wir müssen an das glauben. Wir müssen umdenken und einmal sagen, hey, ich bin nicht so gut, wie ich das immer meine. Und dass wir uns aufhören zu rechtfertigen vor Gott. Es reicht nicht. Niemand kommt zu Gott, wenn wir nicht Vergebung haben. Und Vergebung ist nur möglich durch Jesus Christus, weil er der Einzige ist, der für unsere Sünden gestorben ist. Und wir müssen an das glauben, dass Jesus gestorben ist für unsere Sünden, dass er auferstanden ist und der einzige Weg zu Gott ist. Und da muss dieser Glaube praktisch werden. Wir müssen nicht nur Sünden erkennen und die Gott um Vergebung bitten und sagen, vergib mir all meine Sünden, sondern wir müssen umkehren von den Sünden, radikal uns trennen von allen Sünden. Mit Gottes Hilfe ist das möglich. Wenn wir gelogen haben, nicht mehr zu lügen, wenn wir gestohlen haben, nicht mehr zu stehlen, sind uns abwendend von diesen Sünden. Und dass wir uns hinwenden zu Gott, zu Jesus, unser ganzes Leben ihm geben und sagen, Jesus, ich folge dir nach. Du bist mein König. Ich gebe dir mein Leben zurück. Du hast es mir gegeben, ich gebe es dir zurück. Buße tun. Umkehren. Weg von Sünde hin zu Gott, zu Jesus und ganz für ihn leben. Und dann sagt die Bibel, wir müssen uns, jetzt nicht fragen, wir müssen uns taufen lassen auf den Namen von Jesus zur Vergebung der Sünden. Untertauchen im Wasser. Freiwillige Taufe. Nichts Erzwungenes. Wenn du selber entscheidest, Jesus nachzufolgen. Und dann werden wir den Heiligen Geist empfangen, sagt uns die Bibel. Und der Heilige Geist macht uns zu einem Kind von Gott. Er heiligt uns. Er lässt uns frei sein von aller Sünde. Alle Sünde ist abgewaschen. Gereinigt durch das Blut von Jesus. Und wir dürfen Gott nahen, hier auf der Erde, dürfen eine enge Gemeinschaft haben mit Gott und wir dürfen auch das ewige Leben haben, einmal bei Gott sein. Wir sind dann Kinder Gottes, die einmal bei Gott im Himmel sein dürfen. Und wisst ihr was? Mit diesem Heiligen Geist kommt etwas in uns hinein. Römer 5,5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das heißt, wenn wir brauchen diese Liebe von Gott, dass wir uns nicht überfordern in der Ehe, dann ist es so wichtig, dass diese Dinge, die ich aufgezählt habe, Glaube an Jesus, Buße, Taufe und das Empfangen des Heiligen Geistes geschehen ist, dass diese Liebe Gottes in deinem Leben präsent sein kann, dass sie dich nähren kann, erfüllen kann, dass du nicht in deinem Partner etwas suchst, was nur Gott dir geben kann. Aber wisst ihr was, jetzt ist es wichtig. Wir können sagen, ja, ich habe den Heiligen Geist, ich habe diese Liebe in mir. Aber habt ihr das auch schon gemerkt? Die kann mehr oder weniger uns prägen. Warum? Weil wir mehr oder weniger unsere Beziehung zu Gott pflegen können. Versteht ihr? Der Heilige Geist ist uns gegeben, dass wir eine Beziehung, eine offene Beziehung, eine Liebesbeziehung zu Gott pflegen können. Aber wir müssen sie pflegen, diese Beziehung. Versucht das mal einen Monat nicht miteinander zu reden. Da stirbt die Liebe ab. Probiert es nicht. Das war ein hypothetischer, absolut Quatsch. Probiert das nicht. Und so ist es mit Gott. Diese Beziehung muss gepflegt werden. Wir müssen mit Gott reden, auf ihn hören. Wie pflegen wir die Beziehung mit Gott? Stichworte. Wie pflegt ihr die Beziehung zu Gott? Bibel lesen, das ist Gottes Wort. Wir erleben, wie wir die Nähe zu Gott haben, wenn wir ein Wort Gottes lesen. Ja. Was ist Gebet? Ein Gespräch, wo du Dinge sagst, die dich beschäftigen, oder? Wo du aber auch zuhörst, wo du aber auch Gott anbetest. Das ist Gebet. Wie kann das aussehen? Wie betet ihr? Nur in der Kirche, nur in der Gemeinde. Bei uns ist es sehr schwierig. Das wäre einmal im Monat. He? Außer in den Häusern. Wir treffen uns ja sonst in den Häusern. Ja. Spazieren gehen.
Es gibt so viele Möglichkeiten, diese Beziehung zu pflegen. Übrigens auch für Leute, die voll in der Arbeit drin sind. Weil in der Schweiz ist es vorgeschrieben, für jeden Arbeiter Pausen zu haben. Kennt ihr das, Pausen bei der Arbeit? Wie nutzt ihr diese Pausen? Es gibt dort Möglichkeit, sich rauszunehmen, spazieren zu gehen, mit Gott zu reden. Mit Jesus zu reden. Diese Liebesbeziehung zu ihm zu pflegen. Das ist so wichtig, dass wir unsere Beziehung zu Gott, zu Jesus pflegen. Und wichtig ist auch, dass wir auf Gott hören und das tun, was er sagt. Das ist so wichtig für eine Beziehung mit Gott, mit Jesus. Dass wir nicht nur hören und sagen, ja, das passt mir jetzt nicht so. Sondern dass wir das tun, was er uns sagt. Durch die Bibel, aber auch durch den Heiligen Geist. Das ist eine ganz wichtige Form von einer Beziehungspflege. Und wisst ihr was? Das ist die beste Investition in eure Ehe. Wenn du die Beziehung, persönlich die Beziehung zu Gott und zu Jesus pflegst. Es ist die beste Beziehung. Wisst ihr warum? Das möchte ich euch zeigen. Das ist ein Hammerbild. Kannst du schnell anschauen? Mann, Frau, Gott oder Jesus, kannst du hier noch klammern. Jesus schauen. Oder jedes Ehepaar, ob sie jetzt gläubig sind, an Jesus gläubig, ihm nachfolgen oder nicht, wollen einander näher kommen. Oft ist man in der Verliebtheitszeit einander sehr nahe. Man fühlt sich einander nahe. Warum? Weil er redet unendlich lang. Wir hatten das letzte Mal mit der Telefonrechnung, oder? Die es heute nicht mehr gibt, aber früher war die noch sehr relevant. Oder man, und dann in der Ehe drin, eigentlich jeder möchte dem anderen nahe sein. Oder? Und dann bemüht man sich, irgendwie einander nahe zu sein. Aber es gibt ein Geheimnis. Schau zuerst, dass ihr Gott und Jesus näher kommt. Immer näher. Weil was geschieht dann? Wenn ihr Gott, wenn ihr Jesus näher kommt, ihr kommt auch einander näher. Seht ihr das? Je näher, dass wir Gott und Jesus kommen, desto näher kommen wir aufeinander. Das ist ein tiefes Geheimnis. Das ist nicht nur jetzt cool, dieses Bild, sondern es ist wahr. Es ist wahr. Wir kommen einander näher. Warum ist es so? Weil du einander dann weniger überforderst. Ihr überfordert einander weniger. Wenn ihr euch regelmäßig Zeit nehmt, und regelmäßig ist nicht einmal im Monat, sondern täglich diese Beziehung zu Gott, zu Jesus zu pflegen, dann wirst du gefüllt von dieser Liebe und du hast dann nicht so einen Stress, dir diese Liebe vom anderen geben zu lassen. Der ja versagt, das ist ja normal. Und es ist weniger Unzufriedenheit vorhanden. Und dann weniger Streit. Und Streit ist etwas, was uns trennt, was uns auseinander dividiert. Je weniger Streit da ist, je weniger Unzufriedenheit, desto näher kommen wir uns. Und es gibt auch noch eine zweite Antwort, nämlich wir empfangen eine Kraft, um diese Dinge hier zu leben. Wer hat schon gemerkt, dass es schwierig ist, liebevoll zu sein, wenn der andere uns nicht so behandelt, wie wir das gerne hätten? Das braucht Kraft. Zu respektieren, die Frauen, die Männer, oder? Wenn der Mann so tut wie ein Kind vielleicht. Das braucht Kraft aus eurer Sicht. Sind wir subjektiv? Das braucht Kraft. Und Jesus kann und will uns durch seine Liebe uns die geben, wenn wir ihm nahe sind. Um einander zu lieben, zu respektieren. Annahme braucht Kraft. Jesus kann sie uns geben. Vergeben, einander vergeben. Wow, das ist manchmal gar nicht so einfach. Gott, Jesus kann uns diese Kraft geben, einander zu vergeben. Oder sich zu entschuldigen, ist auch nicht immer einfach. Miteinander gut zu reden, Gemeinschaft pflegen. Und darum ist es so wichtig, dass ihr persönlich die Beziehung zu Gott pflegt. Es ist eine Verantwortung, die du hast gegenüber dem Ehepartner. Dass du deine persönliche Beziehung zu Gott, zu Jesus pflegst. Das ist nicht eine Privatsache. Okay, ja, meine Frau, wenn sie halt nicht will, wenn sie nicht die Beziehung zu Gott, zu Jesus pflegen will, ihre Sache. Nein. Nein, gegenseitig. Da ist eine Verantwortung da.
Wir haben einander versprochen, uns zu bemühen, einander zu lieben, zu respektieren, treu zu sein. Und dazu brauchen wir die Kraft dessen, der die Ehe erfunden hat. Und das ist Gott und Jesus. Wir müssen diese Beziehung zu ihm pflegen. Ich hoffe, dieses Bild bleibt bei euch. Und es ist jetzt aber auch wichtig, nicht nur alleine diese Beziehung zu Gott, zu Jesus zu pflegen, sondern auch als Ehepaar zusammen. Es ist ein Geheimnis, das habt ihr vielleicht auch schon festgestellt. Wenn wir lernen, als Ehepaare, und das müssen wir lernen, Zeiten zu haben, wo wir zusammen mit Gott und mit Jesus verbringen. Und teilweise stelle ich da aber auch Überforderung fest. Und die Überforderung kommt von zu großer Erwartung. Wir haben am Anfang auch das Gefühl gehabt, wir müssen jetzt miteinander lange Bibel lesen können. Das hat wie nicht funktioniert. Und dann hat uns das gestresst, bis wir gesagt haben, hey, das ist doch nicht nötig. Und wir mussten auch irgendwie einander finden in diesem Bereich. Aber dann haben wir wirklich mit Gottes Hilfe gelernt, auch zusammen vor Gott und vor Jesus zu kommen. Mir war es früher immer einfacher, einfach alleine zu sein. Alleine einfach zu beten, alleine Bibel zu lesen. Und trotzdem haben wir das jetzt mittlerweile gelernt und es tut uns gut. Vor allem die gemeinsamen Gebetszeiten. Und eben fangt klein an. Wenn ihr das gar nicht kennt in eurer Beziehung, in eurer Ehe, fangt klein an. Zum Beispiel am Abend miteinander zu beten, vor dem Einschlafen. Auch wenn es nur kurz ist, nutzt das. Oder einmal in der Woche längere Zeiten zu haben, wo man miteinander betet oder Gemeinschaft hat. Eben mit Gott, mit Jesus. Und es ist eine Rieseneinladung, ich weiß nicht, ob ihr diesen Bibelvers kennt, eine Rieseneinladung von Jesus an Ehepaare. Wisst ihr, was in Matthäus 18, 19 bis 20 gesagt hat? Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch, er sagt nicht drei, das wäre blöd, er sagt, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Denn wo zwei oder drei, jetzt sagt er es, versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Es ist eine Einladung von Jesus an Ehepaare, dass sie anfangen zu beten. Gott will eure Gebete als Ehepaare erhören. Eure Gebete für einander, eure Gebete für eure Kinder, eure Gebete für Situationen, die schwierig sind im Leben. Da ist Kraft da, wenn Ehepaare anfangen zu beten. Nehmt das an als Einladung. Und auch dann betet auch füreinander. Das ist ein Riesengeschenk. Bei diesem Punkt, persönliche Beziehung zu Jesus, zu Gott pflegen, möchte ich jetzt, oder möchten Miriam und ich, einen kleinen Exkurs machen. Und dieser kleine Exkurs hat es in sich. Und zwar geht es darum, die Reinheit vor Gott und vor dem Partner zu pflegen. Die Reinheit vor Gott und dem Partner zu pflegen. Ich bin immer noch in diesem Bereich Ehe, wir kommen nachher noch mit diesem Punkt zu Familie und auch Gemeinde, aber jetzt sind wir im Bereich Ehe. Diese Reinheit vor Gott und vor dem Partner zu pflegen, keine Sünde zu tolerieren, ist so etwas Wichtiges für die Ehe. In Gedanken und in Tat treu sein, das ist so wichtig. Es gibt Parasiten. Kennt ihr diese kleinen Zecken oder andere Parasiten, die das Leben aus der Ehe saugen und auch Gift reinbringen. Gift, das Ehe verkümmern lässt. Gift, das das Leben und die Liebe absterben lässt. Und das sind sexuelle Sünden. Es gibt Studien, dass unglaublich viele Leute, Männer und Frauen, auch in der Ehe noch, Probleme haben mit Pornografie. Und ich weiß das aus der Seelsorge, auch Leute, die an Jesus glauben. Und das ist heavy, diese Sucht. Ist brutal, auch für die persönliche Beziehung zu Gott, weil das bringt immer wieder Störungen rein, das lässt uns schämen, wir können Gott wie nicht nahe sein, Jesus nicht nahe sein. Und dieser Jesus hat gesagt, ich will euch frei machen, und wer frei ist, der ist wirklich frei. Das ist die Aussage von Jesus. Jesus will uns nicht
mit der Sünde teilen. Er will uns frei machen. Das ist die Grundlage dessen, was ich jetzt sage. Aber wir müssen verstehen, oder jeder Partner in der Ehe muss verstehen, wenn er Probleme hat mit Pornografie oder auch mit Selbstbefriedigung, was eine Ich-Sexualität ist, nicht eine Wir-Sexualität, dann saugt das das Leben aus der Ehe raus. Und ihr spürt das auch, ihr merkt das auch, das ist so. Und es ist so ein Geschenk, dass da ein Jesus ist, der kann und will uns frei machen. Aber wir müssen dort, um auch diese Freiheit wirklich zu sehen und zu wollen und dann auch zu erfahren, radikal sein in Bezug auf diese Sünden. Wir können sie nicht mehr entschuldigen mit unserer Vergangenheit, weil wir sensibel sind oder keine Ahnung was für Mangel haben, mit der Psychologie aufhören und sagen, dass sie Sünde beim Namen nennen. Weil nach der Bibel ist Pornografie ganz klar Sünde. Jesus sagt, wenn wir verheiratet sind und mit unseren Augen jemand anderen begehren, der nicht unser Partner ist, ist das Unzucht, ist Hurerei. Und das ist so wichtig, dass wir das sehen. Und dass wir nicht nur immer vor Gott kommen und sagen, vergib mir Jesus, befreie mich, sondern was du in der Ehe wirklich auch das einander bekennen. Und jetzt sagen viele, ja, aber nein, das verletzt doch meinen Partner. Genau das sollst du spüren. Genau das sollst du spüren, weil du hast deinem Partner versprochen, treu zu sein. Und das meint auch in Gedanken und Gefühlen, die Sexualität, die sexuelle Energie gehört deinem Partner und nicht einer fiktiven Frau oder einem fiktiven Mann. Keine Beziehung kann glücklich sein. Nicht mal die, die nicht an Gott und Jesus glauben, die nicht einmal das Gefühl haben, das ist Sünde. Die leiden darunter. Ehepaare, Beziehungen leiden darunter. Es ist nicht von Gott. Gott hat Treue in unser Wesen als Menschen eigentlich hineingelegt. Es ist interessant, sogar Leute, die nicht an Gott und Jesus glauben, die wollen einen Partner fürs Leben haben. Die wollen einen Partner haben. Darum ist Heiraten immer noch in. Obwohl, warum noch heiraten? Ich meine, wenn man nicht mehr an Gott glaubt. Aber es ist wie uns drin, diese Sehnsucht nach Treue. Niemand will den Partner mit einer anderen Frau teilen. Eigentlich. Und das ist Pornografie. Du teilst jemanden mit einer anderen Frau oder einem anderen Mann. Oder mit vielen Männern und vielen Frauen. Und es ist wichtig, dass wir radikal sind und uns von diesen Sünden abwenden, gewisse praktische Schritte machen, Fernseher raus, Internet komplett weg, radikal sein. Aber es ist auch wichtig, und das ist sehr wichtig und für Freiheit, dass wir es in dem Partner bekennen. Und auch wenn das weh tut, man soll es sehen, dass es eben weh tut. Ja? Und das kann helfen, rauszukommen aus dieser Sucht. Es kann helfen, und jedes Mal, wenn man fällt, es zu sagen und dann wieder vor Gott zu kommen und diese Tränen der Frau oder des Mannes auszuhalten. Und das ist so etwas Wichtiges. So etwas Wichtiges. Das durch dort so zu erleben haben. Und jetzt ein anderer Parasit möchte meine Frau noch darüber sprechen. Und das ist so wichtig, dass wir auch dort radikal sind und die Schritte gehen, die Gott, die Jesus sagt. Ja, wenn man frisch verheiratet ist, denkt man vielleicht, mir passiert das nie. Aber die allermeisten merken schneller oder weniger schnell, dass es doch bei jedem passieren kann. Und zwar, dass man Gefühle für einen anderen Mann, Gefühle für eine andere Frau entwickelt. Vielleicht ist es in der eigenen Ehe gerade ein bisschen schwierig. Der Mann zeigt nicht so viele Gefühle. Das ist bei uns beiden auch schon vorgekommen. Es war nicht mal schwierig in der Ehe oder so. Aber da ist ein anderer Mann, der lächelt mich immer sehr freundlich an, der sagt ermutigende Worte zu mir, der lobt mich vielleicht, wenn ich was gemacht habe, der sieht, was ich mache überhaupt. Und da kommen eben dann vielleicht Gefühle auf. Vielleicht begegnen wir mir wieder ganz freundlich und wir umarmen uns vielleicht eine Viertelsekunde zu lange. Oder er lächelt mich halt wieder so freundlich an und ich merke, es arbeitet in mir und plötzlich denke ich da, wo ich ihn gar nicht sehe, an ihn. Und plötzlich noch einmal und noch einmal und noch einmal und ich merke, hey, da entwickelt sich etwas. Da kommt so wie ein Ballon. Und dieser Ballon wird immer größer und mit der Zeit
versperrt er mir auch die Sicht auf meinen Partner. Ich denke vielleicht immer nur oder immer wieder an diesen anderen Mann. Beim Mann sind es vielleicht nicht so, oder nicht diese Dinge, die ihn auf eine Frau aufmerksam machen. Es sind vielleicht äußerliche Dinge, sexuelle Dinge, Kleider oder so. Und er sieht diese Frau dann vielleicht auch immer wieder am Arbeitsplatz oder irgendwo. Und auch bei ihm können sich Gefühle entwickeln. Eben, haben wir beide schon erlebt. Und auch da ist es nachher ganz wichtig, dass wir nicht sagen, ja, das vergeht dann schon wieder. Weil meistens merken wir, nein, es vergeht eben nicht einfach so. Deshalb ist es auch hier wichtig, dass wir nicht nur das Gott bekennen, sondern dass wir das auch einander bekennen. Weil in dem Moment, in dem ich das bekenne, der Ballon platzt. Das Heimliche ist weg und damit ist auch die Luft draußen. Das haben wir so oft erlebt, in dem Moment, wo ich es sage, ist vielleicht noch nicht alles gut, aber das Heimliche ist weg und das ist das, was uns anzieht. Und wenn das weg ist, dann kann das Ganze, die ganzen Gefühle, sie können wieder weggehen. Weil ich habe es dann gesagt. Und es hat ja, Lukas auch verletzt. Je nachdem, wie lange ich gewartet habe, umso mehr. Ich habe gemerkt, je größer der Ballon ist, desto mehr knallt es. Desto mehr verletzt ist. Und eben, es verletzt, aber nachher ist gut. Und nachher kann er mich fragen, hey, wie ist es jetzt mit diesem Mann? Du bist ihm wieder begegnet, ich weiß, wie war's? Und ich konnte bis jetzt sagen, hey, es ist gut, es ist okay, ich kann ihm wieder ganz normal begegnen, ich fühle nichts mehr. Und bei ihm war es genauso, weil der Ballon das Heimliche weg war. Und das ist so ein Segen. Und ich bin so dankbar, dass wir gelernt haben, nicht zu warten, bis die Gefühle kommen. Bis wir es einander sagen. Eben je kleiner der Ballon ist, desto weniger knallt es. Und wenn ich schon merke, oh, jetzt habe ich 2-3 Mal an diese Person gedacht, dann sage ich es meinem Mann. Ich muss nicht sagen, das sind Gefühle, sondern du, er ist mir immer wieder in den Sinn gekommen, ich möchte dir das sagen. Und dann ist es erledigt. Genau. Und wie sie gesagt hat, das ging ihr so. Also wir machen halt das ganz am Anfang eigentlich unserer Ehe mal, aber auch wir, und zwar mehrmals, beiden. Aber wir haben wie gelernt, damit umzugehen. Und wir empfehlen jedem Ehepaar, das hier drin ist und auch dieses Teaching schaut, einfach das abzumachen. Hey, wir wollen das, wir wollen diese Offenheit haben. Und es ist für uns kein Zwang, das ist freiwillig, weil wir einander lieben wollen, weil wir miteinander das Leben verbringen wollen und es ist eine Grundlage dafür. Und wir sind so dankbar. Und das belebt auch wieder die Beziehung zueinander, wenn wir so offen, so ehrlich sind. Weil wer wünscht sich das nicht? Wer wünscht sich das nicht, jemanden zu haben, wo man schwach sein kann und trotzdem wird man angenommen? Das ist Ehe, das ist Gottes Bild für Ehe. Schön, vielen Dank. Dann wichtig auch, dass wir diese Beziehung zu Gott und zu Jesus pflegen in der Familie drin. Jetzt haben wir über die Ehe gesprochen, aber auch in der Familie drin. Es ist als Eltern so wichtig, dass wir die Beziehung zu Jesus, zu Gott pflegen. Warum? Weil wir unseren Kindern, wenn wir jetzt das nochmal hier nehmen, unseren Kindern näher kommen können. Ich mache ein neues Bild. Wenn hier Gott ist, hier die Eltern und hier oben die Kinder. Ist ein bisschen verschieden, weil ich glaube, Kinder sind verschieden. Es ist noch nicht gleich viel gefordert wie bei Mann und Frau. Und wenn wir jetzt hier die Eltern haben und hier die Kinder und hier Gott und Jesus. Jesus ist Gott, ist meine Überzeugung. Anderes Thema. Dann ist es wirklich ein Geheimnis und ist es etwas, was ich so oft jetzt schon erlebt habe. Wenn ich nahe bei Gott bin, als Elternteil, dann bin ich näher meinen Kindern. Dann bin ich näher meinen Kindern. Warum? Ich erlebe es, wenn ich regelmäßig diese Beziehung zu Jesus pflege, zu Gott pflege. Ich kriege mehr Kraft, um
geduldiger zu sein mit meinen Kindern. Oder wir hatten das schon, es braucht manchmal Geduld, als Eltern mit Kindern umzugehen. Und ich spüre das, wenn ich nahe bei Jesus, nahe bei Gott bin, dann bin ich geduldiger. Ich bin geduldiger. Und diese Geduld wird mich nicht so schnell schimpfen lassen und nörgeln lassen und damit Distanz zwischen mich und meinen Kindern bringen. Weil das bringt Distanz zwischen uns und den Kindern. Sondern es lässt mich ruhiger sein und in dieser Ruhe sind wir einander näher. Es ist so. Und darum ist es so wichtig, dass wir als Eltern die Beziehung zu Jesus pflegen, individuell und eben auch gemeinsam. Und jetzt ist es aber auch wichtig, dass wir als ganze Familie Beziehung zu Gott und zu Jesus pflegen. Und hier einfach ein paar Gedanken von der Miriam, wie wir das gelernt haben. Wir mussten das auch lernen zu praktizieren. Und wir sind immer noch dran am Lernen. Das eine ist, dass die Kinder mitbekommen, was wir so machen, wie wir unsere Beziehung pflegen. Sie sehen am Morgen, dass ich mich hinsetze und Bibel lese. Und es ist normal für unsere Zweitjüngste, dass sie einfach bei mir ist, dass sie ein Büchlein anschaut, aber sie weiß, ich bin jetzt am Bibel lesen. Und sie ist jetzt mal nebendran und kann mich nicht stören in dieser Zeit. Sie erleben, wie wir auf der Straße mit Menschen reden, mit Menschen beten. Also sie bekommen das mit, über was wir machen. Das andere ist, dass wir wirklich auch ihnen zeigen möchten, wie könnt ihr Zeiten haben, speziell mit Jesus. Wir haben einmal am Tag, am Abend, vor dem Zu-Bett-Gehen, wenn alles schon erledigt ist, jeder im Pyjama ist, dann haben wir eine Zeit, wo wir zusammen eben in der Bibel lesen, wo wir ein paar Lieder singen, wo wir je nachdem beten. Das geht mal besser, mal weniger gut. Das ist so und das entwickelt sich auch. Die Kinder werden älter. Wir müssen uns auch anpassen, wieder Wege finden, wie können wir das machen. Aber es ist uns sehr wichtig, dass wir diese Zeiten haben. Und dann die Kinder, je größer sie sind, auch ermutigen, selber in der Bibel zu lesen. Wir haben gerade der ältesten Tochter eine Bibel geschenkt mit einer Widmung von uns drin. Und ja, wir ermutigen sie. Lies doch nicht nur die anderen vielen Bücher, sondern lies auch in der Bibel. Etwas anderes, was wir praktizieren, ist, dass wir am Abend noch mit den Kindern beten, wenn sie im Bett sind, mit jedem Einzelnen. Und dass wir auch die Kinder ermutigen, selber zu beten. Vielleicht etwas, was sie beschäftigt hat am Tag, das noch abzulegen. Oder Jesus für etwas zu danken. Wir fragen manchmal, was kommt dir in den Sinn? Wofür kannst du Jesus heute danken? Ich weiß noch, da war ich vielleicht 16, 17, da habe ich mit einer Freundin von mir geredet. Bei uns in der Familie, als ich Kind war, war es auch normal. Wir haben zusammen gebetet, wir haben die Bibel gelesen. Und dann habe ich mit dieser Freundin, die auch Christin war, geredet und sie hat gesagt, was, mit meinen Eltern beten? Nein, das kann ich nicht. Und ich bin so erschrocken als junge Frau. Ich habe gedacht, das geht doch nicht. Wenn man doch zusammen mit Jesus unterwegs sein will, dann kann man doch auch zusammen beten. Und ich finde das traurig, wenn es Kinder gibt, die sagen, das kann ich nicht. Nicht mit meinen Eltern. Und ich wünsche mir, dass das bei uns anders ist, anders bleibt. Dass wir jederzeit mit unseren Kindern und sie mit uns beten können. Dass es einfach frei ist. Sie müssen nicht perfekte Worte oder weiß ich nicht was, ein perfektes Gebet sprechen. Sie dürfen einfach reden, wie es ihnen gerade auf dem Herz ist. Und dann etwas anderes, was wir auch machen, seit die erste in den Kindergarten gekommen ist, mittlerweile sind es ja zwei, die in der Schule sind, wir segnen sie jedes Mal, wenn sie zum Haus rausgehen. Hände auf den Kopf, ich segne dich im Namen von Jesus, dass du einen guten Morgen hast, dass du bewahrt bist, was uns dann gerade in den Sinn kommt. Und es ist oft etwas Ähnliches, was wir da sagen, aber für die Kinder ist es selbstverständlich, ich gehe nicht aus dem Haus, wenn nicht Mama oder Papa mich gesegnet haben. Auch wenn sie es noch so eilig haben und dringend gehen müssen, Mama, segnen! Der Ruf kommt immer. Und dann, ja, dann komme ich, aber dann kommt Lukas und dann segnen wir unsere Kinder und dann gehen sie aus dem Haus. Weil sie begegnen unterwegs so vielen Dingen, so vielen Personen. Sie brauchen den Segen, den Schutz von unserem großen Gott. Weil wir sind nicht dabei. Wir erleben vieles nicht mit ihnen. Und ein Gedanke vielleicht für die mit größeren Kindern, auf das freue ich mich jetzt schon, aber ich muss noch ein paar Jahre warten, habe ich von einem älteren Vater gehört. Er hat gesagt,
Wir konnten unseren Kindern kein großes Geschenk machen zum 18. Geburtstag, zur Volljährigkeit. Aber wir haben ihnen einen Volljährigkeitssegen mitgegeben. Da haben sich die Eltern zusammengesetzt, haben mit Gott geredet, was sollen wir für unser Kind beten, welchen Segen sollen wir ihnen mitgeben. Und dann an dem Tag, an dem das Kind 18 war, haben sie sich einfach kurz diese Zeit genommen und das Kind mit diesem Volljährigkeitssegen in seinem Erwachsenenleben losgeschickt. Das finde ich ein schöner Gedanke für später. Vielen Dank. Miriam hat es schon angetönt, die eigene Beziehung auch von den Kindern zu Gott, zu Jesus zu fördern, indem man sie eben ermutigt, zum Beispiel selber die Bibel zu lesen. Ich glaube auch, dass gemeinsame Erlebnisse helfen. Gemeinsame Erlebnisse als Familie mit Gott, mit Jesus. Und dann uns ist es wichtig, dass Jesus immer mit uns mitkommt. Joel hat das auch schon mal gesagt, oder? Auf dem Campingplatz, dass man dort erlebt, wie man zu Menschen geführt wird, die Gott, die Jesus nicht kennen. Man betet für Leute, Kinder sehen. Die Kinder sehen schon mit ihren eigenen Augen die Gesichter der Menschen, die nicht an Gott und Jesus glauben, die auf der Stelle von einem körperlichen Leiden geheilt werden. Das ist mehr wert als 100 Stunden Sonntagsschule. Oder wenn sie sehen, der lebendige Gott wird von den Eltern verehrt. Es ist nicht eine Theorie, es ist nicht eine Religion. Und das ist auch wichtig, wir wollen uns hüten, unsere Kinder mit Religion zu überschütten, mit Regeln und weiß ich nicht was alles. Sie sollen die Beziehung zu Gott, zu Jesus finden, der gut ist, der die Kinder liebt, der nicht da oben ist mit einer Rute, wie früher die Lehrer und kaum zack, bumm, oder? Gott ist nicht so. Er will eine Beziehung zu uns haben. Und die Kinder sollen das spüren und sollen auch spüren, dass es bei uns echt ist, dass wir uns eben auch mal entschuldigen für unseren Mist, den wir bauen. Und dann werden Kinder bewahrt vor einer Ablehnung gegenüber Gott und Jesus, wenn sie Heuchelei erleben von den Eltern. Das haben wir auch schon mal angeschaut zusammen. Ich möchte es einfach wiederholen. Eltern müssen lernen, aufrichtig und ehrlich zu ihrem Versagen zu stehen. Weil sonst wird Gott, wird Jesus negativ, oder? Weil sie erleben dann das als Heuchelei, oder? Gegen außen redet man so fromm und innen lebt man etwas anderes. Und das kann es nicht sein. Dann für Kinder beten. Ich glaube, das ist etwas, was als Eltern so schön und so gut ist, wenn man das tut. Eben auch, wenn man alleine ist als Eltern, dass man Dinge bespricht, die einem Mühe machen im Moment, wo Kinder Mühe haben mit Gehorchen oder sich vielleicht ein bisschen krumm entwickeln, dass man betet zusammen. Und dann nochmal, Jesus verheißt, wenn zwei ihr übereinkommen in einer Sache für ihr Kind beten, dann wird Gott eingreifen. Wir haben es beide erlebt. Unsere Eltern oder jetzt auch meine Mutter hat gebetet für mich und ich bin gut gekommen, in Anführungszeichen. Gut. Ja, gut, okay, er sagt Amen. Und bei Joel war es vielleicht noch ein bisschen anders, noch mehr krumme Wege. Und die Eltern haben gebetet und der Moment ist gekommen, wo man einfach gesehen hat: Gott, Jesus ist gut, ich folge ihm nach, ich drehe mich um von einem Leben in Sünde und Selbstbestimmung. Ja, und dann geistliche Familie noch, das Beziehung pflegen zu Gott, persönliche Beziehung zu Gott, zu Jesus pflegen in der Gemeinde. Wisst ihr, das ist so eine Not, dass Leute angefangen haben und teilweise ist das der Grund ist, weil wir Gemeinde nicht mehr so leben wie in der ersten Gemeinde in Jerusalem. Weil wir Gemeinde als Institution haben, die uns versorgt mit allem, was wir konsumieren wollen. Dass Leute ihre Beziehung zu Gott nur noch im Gottesdienst pflegen. Versteht ihr das? Oder eine schöne Predigt hören und diesen wunderbaren Lobpreis erleben und dort emotional sehr berührt sind und im Alltag läuft nichts. Warum? Weil der Konsum ist so ausgerichtet auf Gefühle. Es muss stimmen für mich, es muss so sein. Und nein, jeder von uns muss die Beziehung, die persönliche Beziehung zu Gott, zu Jesus pflegen. Das ist so wichtig für eine Gemeinde, dass sie das fördert, dass sie die Selbstverantwortung fördert, dass sie nicht immer nur vorgekäute Dinge gibt, dass die Leute wieder lernen, selber die Bibel zu lesen und nicht nur die Bibel mit einem Pastor verstehen können. Nein, ihr könnt die Bibel selber verstehen, wenn ihr den Heiligen Geist habt. Lest die Bibel. Und nicht nur immer Teachings hören, Teachings hören, Teachings hören und meinen, dann verstehen wir die Bibel. Nein. Diese persönliche Beziehung
pflegen ist so wichtig für eine gesunde Gemeinde, dass die Gemeinde das fördert und dass sie die Eigenverantwortung fördert und eben nicht nur Programme bietet. Und der Segen ist einfach die Kleingruppe, ist die Hausgemeinschaften, weil dort ist eben nicht alles immer so professionell und dort ist nicht alles immer so mit den Gefühlen, sondern dort ist jeder Einzelne gefragt. Und das ist wahre Gemeinde, wenn es im Kleinen ein Familienunterwegssein ist, wenn es Jüngerschaft ist. Und wir sollen auch ehrlich sein voreinander. Und das ist eben viel eher möglich im Kleinen, dass man sagt, hey, ich habe Mühe im Moment mit dem Bibellesen. Ich habe Mühe im Moment mit dem Beten. Und dann betet man füreinander, gibt einander Tipps, ermutigt einander, die persönliche Beziehung zu Gott, zu Jesus zu pflegen. Weil auch hier wieder das Bild, wenn wir als Jünger, hier ist ein Jünger, hier ist ein Jünger, beide näher kommen, Gott und Jesus, kommen wir auch einander näher. Klar gibt es auch Dinge, die das hier fördern, diese Nähe, durch Gemeinschaft, durch Zusammenspiel und Spaß, aber diese Beziehung zu Gott, persönliche Beziehung zu Gott, zu Jesus zu pflegen, dürfen wir nicht unterschätzen. Sie ist eine wichtige Säule für jede echte Gemeinde. Und jetzt der letzte Punkt, die letzte Säule, das letzte biblische Prinzip für eine gesunde Ehe, Familie und Gemeinde, das ich jetzt hier nennen möchte, es gibt noch andere, ist, Miriam, kannst du aufschreiben, ein gemeinsames Ziel vor Augen haben. Ein gemeinsames Ziel vor Augen haben. Wir lesen im Neuen Testament immer wieder eine Ermahnung, eine Ermunterung an Gemeinden. Die ist euch sicher auch schon aufgefallen. Und zwar heißt es, wir sollen dieselbe Gesinnung haben. Wer hat das schon mal gelesen? Dieselbe Gesinnung haben. Oder wir sollen eines Sinnes sein. Also ein Bibelvers ist zum Beispiel Römer 15, 5. Und dann gibt es noch andere Bibelverse. Jetzt eine Gesinnung haben, eines Sinnes sein, ist nicht nur für eine Gemeinde wichtig, sondern auch für eine Ehe und eine Familie. Aber jetzt ist meine Frage, heißt eines Sinnes sein, dieselbe Gesinnung haben, heißt das immer gleiche Meinung sein? In allem gleiche Meinung sein? Nein, wie merkt das, oder? Das ist natürlich erstens nicht realistisch und auch von der Bibel her nicht gemeint so. Sondern dieses eine Sinnes sein, dieselbe Gesinnung haben, meint ein gemeinsames Ziel vor Augen haben, das gleiche Ziel vor Augen haben. Und jetzt, was ist dieses Ziel, das uns eint, das die Säule ist in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde? Jetzt könnten wir sagen, ja, definiert die Ziele selber. Ist möglich. Man kann so viele Ziele haben in einer Ehe. Man kann das Hauptziel haben, einander glücklich zu machen. Man wird scheitern. Aber man kann dieses Hauptziel haben, einfach einander glücklich zu machen. Man kann das Hauptziel haben, sich einzusetzen für die Armut in der Welt. Das ist ein biblischer Punkt, das möchte ich hier einmal sagen. Jesus hat viel auch über Armut gesprochen, über das Thema Geld gesprochen. Das ist ein wichtiger Punkt, ja, soziale Projekte. Aber ich glaube nicht, dass das Hauptziel ist, dass Gott uns als Gemeinde, Familie und Ehe gibt. Ich sehe was anderes, was Jesus betont, als Hauptziel. Was denkt ihr? Dass Jesus durch unsere Familie verherrlicht wird. Dass Jesus durch unsere Familie, Ehe, Gemeinde verherrlicht wird. Ich finde das ein gutes Hauptziel, das verknüpft ist mit dem, was ich sehe auch noch. Andere? Wie heißt dieser berühmte Vers, wo dieses Wörtchen zuerst, trachtet zuerst, Hauptziel, trachten, Ziel. Ziel ist etwas, was wir vor Augen haben, oder? Also jeder Läufer, der das Ziel nicht vor Augen hat, der läuft am Ziel vorbei, oder? Stimmt? Ihr müsst doch was bestätigen. Oder? Das Ziel ist etwas, was wir vor Augen haben.
Und jetzt sagt Jesus, trachtet nach dem. Aber er sagt zuerst. Also es gibt noch andere Ziele. Aber das wäre eigentlich das Hauptziel. Trachtet zuerst nach? Nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dann kommt eine Verheißung. Und alles, was ihr braucht, wird euch hinzugefügt werden. Alles, was ihr braucht in der Ehe, alles, was ihr braucht in der Gemeinde, was ihr braucht in der Familie, alles wird euch hinzugetan werden. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ich kenne leider Pastoren oder Gemeinden, die haben das Reich Gottes mit ihren Institutionen gleichgesetzt und haben gesagt, jedes Ehepaar muss zuerst nach der Gemeinde trachten, muss sich investieren in die Gemeinde, muss mithelfen und muss sowieso den Zehnten zahlen und so weiter. Und dann wird die Ehe gesegnet sein. Es gibt solche Gemeinden, die predigen so. Ich sehe das nicht. Das Reich Gottes ist nicht gleichzusetzen mit der Institution Gemeinde. Das sehe ich von der Bibel her nicht so. Was ist das Reich Gottes? Das Königreich Gottes ist etwas zuerst einmal Zukünftiges. Dein Reich komme, es soll kommen. Bitte, lass es kommen. Und wir sehen, was das Reich Gottes ist. Es ist das Reich, das einmal am Ende in der neuen Himmel, in der neuen Erde, das Reich sein wird, wo Menschen und Gott wieder völlig paradiesisch zusammen sind. Und wo nichts mehr Böses da ist. Das ewige Leben. Wir sollen als Ehepaare, das glaube ich, als Familien, als Gemeinden, auf diese Ewigkeit ausgerichtet sein. Dorthin laufen wir. Hey, was für ein Geschenk ist es, wenn zwei Menschen Jesus kennengelernt haben, anfangen, ihm nachzufolgen und dann mit diesem Ziel des ewigen Lebens einander ermutigen. Hey, ich möchte, dass du diesen Lauf zu Ende läufst. Bis ans Ende, dass wir einander begleiten, ermutigen auf diesem Weg, bis dass der Tod uns scheidet und wir einmal in diesem neuen Reich sind. In Kolosser 3, 1 bis 2 heißt es, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, nicht das Irdische. Und ihr könnt als Ehepaare das Ziel haben, ein Haus zu haben, viel Geld auf dem Bankkonto. Aber hier sagt Jesus oder der Heilige Geist durch Paulus, sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzt zu Rechten Gottes, sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Vor allem, logisch müssen wir uns auch über irdische Dinge kümmern, aber nicht sorgen. Der Herr sorgt für uns, wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten, wenn wir uns auf die Ewigkeit ausrichten. Aber das Reich Gottes ist jetzt schon etwas, was vom Himmel her diese Erde durchdringen will. Mit Jesus ist das Reich Gottes angebrochen. Und wie dehnt sich dieses Reich aus? Wie? Durch Heilungen, durch Dämonenaustreibungen, aber auch durch Menschen, die was machen? Die Gott aufnehmen. Sein Reich, seine Königsherrschaft akzeptieren und Jesus als König dieses Reiches, Gott als König dieses Reiches akzeptieren. Und darum sehe ich etwas, Leute. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, heißt, trachtet danach als Ehepaar, als Familie und auch als Gemeinde, dass Menschen Jünger von Jesus werden. Ich glaube, es ist ein Segen. Es ist ein Segen und nicht zum Weinen, sondern zum sich freuen. Es ist ein Segen, wenn Ehepaare ihr Hauptziel als das sehen. Menschen sollen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Menschen sollen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Nachbarn sollen Jesus kennenlernen. Sie sollen das Evangelium hören von uns. Sie sollen die Gebete spüren, dass wir beten für sie, dass auch sie Jesus kennenlernen. Nicht Teil einer Kirche werden, sondern Teil von Jesus. Und dass sie gerettet werden für die Ewigkeit. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, heißt, macht zu Jüngern. Jesus hat uns gesagt, das ist unser Grundauftrag, auch als Ehepaar, als Familien oder als Eltern. Nicht das Hauptziel haben, die Kinder sollen eine gute Ausbildung haben. Sondern die Kinder sollen jünger werden. Versteht ihr den Unterschied?
Es gibt Leute, die, oder Kinder, die werden erwachsen und haben einen super Job, aber sind keine Jünger mehr. Mir ist es wichtig, dass meine Kinder, ich habe früher gekämpft, oder ich selber studiert, sogar doktoriert, oder? Also meine Tochter muss schon mindestens aufs Gimmi, oder? Ich habe gemerkt, nein, das will ich nicht. Mir ist das egal. Ja, sie soll durchs Leben kommen, sie soll einen Beruf ausüben, wenn der Herr das ihr sagt und sie nicht sonst einen Weg, so einen verrückten Weg wie mir geht, wo wir jetzt nichts Normales arbeiten. Aber mein Hauptziel ist, dass sie Jesus nachfolgt. Und noch besser als ich. Noch besser als ich, dass sie mich überholt. Das ist mein Hauptziel. Und dass sie dann andere zu Jüngern macht, Menschen zu Jesus führt. Hey, können wir Ja sagen zu dem? Aber darf ich fragen, wofür lebst du im Moment als Ehepaar? Was ist dein Hauptziel? Ist da eine Korrektur dran? Ist da eine Korrektur dran? Wofür leben wir als Hausgemeinschaft, als Gemeinde, auch als Netzwerk, als Jesus-Family? Ich kann euch sagen, das sagt nicht der Evangelist, das sagt der, der die Bibel liest. Gottes Hauptanliegen ist die Rettung der verlorenen Menschen. Menschen, die Jesus nicht kennen, dass sie ihn kennenlernen. Und ich glaube, das Hauptziel einer gesunden Gemeinde muss sein, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und dann ist diese Gemeinde evangelistisch ausgerichtet. Sie wird Leute ermutigen, uns gegenseitig ermutigen, dass wir mit unseren Gaben Menschen von Jesus erzählen. Dass wir einander zurüsten, dass diese Gemeinschaft hier ein Ort der Zurüstung ist, wo wir zugerüstet werden, Menschen das Evangelium weiterzugeben, sie dann zu Jesus zu führen, sie zu taufen und dann wieder als Jünger zu lehren, alles, was Jesus uns geboten hat. Ich glaube, das ist so zentral. Das ist eine Säule für eine gesunde Gemeinde. Zurüstung, mehr Arbeiter und Menschen zum Glauben durch uns. Das ist das, was wir brauchen. Und auch als Ehepaar. Man kann sich auf das ausrichten. Es kostet etwas, die Türen zu öffnen. Ich habe euch erzählt einmal, oder? Türen zu öffnen, es ist einfacher als Pastor angestellt sein in einer Kapelle, in einer Kirche, wo man dort hineingeht. Die Leute kommen auch dort hinein, aber nicht in meine Stube mit ihren Problemen, oder? Und ihren Herausforderungen. Nein, die Türen zu öffnen, zu sagen, mein Haus, meine Wohnung soll ein Ort sein, wo Menschen Jesus kennenlernen, wo sie frei werden von Dämonen, wo sie frei werden von Krankheit und wo sie Jesus als Jünger lernen nachzufolgen. Den Kühlschrank zu öffnen, das Portemonnaie zu öffnen, weil das kostet auch Geld. Auch sich um Menschen zu kümmern, die arm sind. Das ist ein Ziel, wonach ich leben möchte. Und da möge der Herr uns helfen. Ich bin beim Schlusswort. Biblische Prinzipien für eine gesunde Ehe, gesunde Familie, gesunde Gemeinde, geistliche Familie. Wirklich, Gott möge uns helfen, diese Dinge zu leben. Und wenn ihr jetzt nochmal diese Dinge anschaut, vielleicht auch nochmal die Teachings auf YouTube anschaut, dann gibt es sicher Bereiche, wo ihr stärker seid und schwächer. Als Ehepaar, als Familie und auch in den Hausgemeinschaften oder wir als Netzwerk. Und beten wir zu Gott und fragen ihn, was ist dran? Wo möchtest du, dass ich mit deiner Hilfe arbeite und Schritte gehe? Wo möchtest du in der Ehe, dass ich einen Schwerpunkt lege? Redet auch als Ehepaar darüber. Wir werden heute Nachmittag nach dem Essen oder auch während dem Essen schon einfach auch Gespräche haben können über das. Nehmen wir uns Zeit. Jetzt waren diese Teachings da, aber jetzt kommt eigentlich jetzt der Anfang, wo wir diese Dinge lernen, mit Gottes Hilfe einzuleben. Und ich möchte ein ermutigendes Schlusswort haben. Und zwar, Gott kann jede Ehe und jede Familie, die leidet, weil gewisse Säulen fehlen, die vielleicht sogar schon in die Brüche gegangen ist, wieder heilen. Wieder heilen, er kann es. Gott hat schon im Alten Testament gesagt, Jeremia 32, 27. Können wir das irgendwie so drüber schreiben? Jeremia 32, 27. Siehe, ich bin der Herr, der Gott alles Fleisches. Hier geht es nicht ums andere Gott oder die Servala, sondern es geht um die Menschen. Gott ist ein Gott aller Menschen. Wer ist alle? Sind alle da? Ja. Gott ist ein Gott alles Fleisch, der hat uns alle geschaffen. Und dann sagt dieser Gott, sollte mir irgend
ein Ding unmöglich sein. Jetzt schau auf deine Ehe, wo es Schwierigkeiten hat. Die Antwort, die hier kommt, ist nein. Mir ist kein Ding unmöglich. Das heißt auch nicht unmöglich, dass eine schwierige Ehe, vielleicht deine schwierige Ehe, wieder heil wird. Gott kann es tun. Wir müssen Schritte gehen. Aber Gott will uns helfen, diese Schritte zu gehen. Er kann alle Ehen heilen. Alle Familien, auch Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, er kann sie heilen. Er kann es. Weil Gott ist alles möglich. Und hier einfach noch, oder? Weil Gott alles möglich ist und er Ehe, Familie und Gemeinde als etwas Einheitliches sieht, möchte er nicht, dass wir es trennen. Und einfach das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen die Ermahnung zum Schluss, auch für Leute vielleicht, die dieses Video sehen. Jesus hat gesagt in Bezug auf Ehe, darum wird ein Mann, ein Mensch, Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen. Er wird aus dem Haus von Vater und Mutter ziehen, sein Teil eines öffentlichen Aktes, und seine Frau anhängen, und sie werden, die zwei werden ein Fleisch sein, sodass sie, sagt Jesus in Matthäus 19, 5 bis 6, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch sind. Und dann sagt Jesus, was Gott nun zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Wir sollen es nicht. Und das einfach als etwas, was ich weitergeben möchte, vielleicht eben auch Leute, die zuschauen, wo Schwierigkeiten in der Ehe sind. Bitte, traut Gott es zu. Geht diese Dinge mit Gottes Hilfe an. Nehmt Hilfe in Anspruch. Es gibt Menschen, wir sind in einen Leib gesetzt, wo andere Brüder und Schwestern sind, die auch helfen können. Wir haben schon oft erlebt, auch wie Ehen wieder geheilt sind. In Gesprächen, durch Gespräche. Aber bitte nehmt dieses Wort an. Gott ist es möglich zu heilen. Springt nicht aus der Ehe raus. Bleibt zusammen. Malachi 2,16. An deine Frau handle nicht treulos. Du hast dir versprochen, treu zu sein bis zum Lebensende. Denn ich hasse Scheidung, spricht der Herr. Er hasst nicht die, die scheiden. Er hasst Scheidung, weil er weiß, wie schmerzhaft das ist. Kein Kind hat es gerne, wenn die Eltern auseinandergehen. Gott weiß es. Und auch Mann und Frau, es schmerzt. Aber jetzt kommt es. Selbst wenn das der Fall ist, wir können Vergebung haben und Gott kann heilen. 1. Korinther 7, 10 bis 11. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht scheiden lassen soll. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie was? Unverheiratet. Unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Versöhnung ist möglich. Mit Gottes Hilfe ist Versöhnung möglich. Aber solange diese Versöhnung nicht da ist, sagt die Bibel ganz klar, wenn wir geschieden sind, wir sollen nicht wieder heiraten. Wie es der Herr gebietet, Markus 10, 11. Wer seine Frau entlässt oder eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegen sie. Und wenn sie, diese Frau, eine Frau, ihren Mann entlässt und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Ehe, Familie ist etwas Heiliges. Gottes Schutz ist darüber. Auch wenn es Dinge gibt, die zerbrochen sind. Oder sogar ganz in die Brüche gehen. Gott ist ein Gott, dem ist alles möglich. Und ich möchte jetzt noch beten, dass Gott in unsere Beziehungen hineinkommt, in unsere Familien hineinkommt, in unsere Ehen hineinkommt, auch in Hausgemeinschaften hineinkommt, vielleicht wo es auch immer wieder mal schwierig ist, dass Gott mit seiner Kraft Unmögliches möglich zu machen hineinkommt. Wollen wir zusammen beten? Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der alles möglich machen kann und will. Und ich danke dir für Ehe, ich danke dir für Familie, ich danke dir für deine Erfindung, all diese Punkte auch von Gemeinde. Es ist dein Werk. Und Herr, lass uns die Tiefe dieses Geheimnisses von Einheit in Ehe, in Familie und in Gemeinde entdecken, durch deinen Heiligen Geist. Und ich bitte dich, dass wir diese Säulen mit deiner Hilfe leben können. Herr, hilf uns, uns auch zu demütigen und zu sagen, wir sind schwach, wir brauchen deine Hilfe, Gott.
Jesus, wir brauchen deine Hilfe. Und ich segne einfach jedes Ehepaar hier drin. Und ich segne auch jedes Ehepaar, das dieses Teaching einmal anschauen wird auf YouTube. Gib Mut. Gib neue Zuversicht, auch wo es schwierig ist. Und gib vor allem den Glauben, dass du alles heilen kannst. Und dass du nicht willst, dass Dinge in die Brüche gehen. Und Dinge, wo sie in die Brüche gegangen sind, kannst du sie wiederherstellen. Du bist ein Gott der Wiederherstellung. Danke, Herr, für dein Geschenk, für dein Geschenk. Und hilf uns immer mehr, diese Dinge zu verstehen. Du bist mit uns. Halleluja. Amen.